Nur noch diese zwei, dann hab ich's. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, ihr zwei. Willst du nicht heute Nachmittag das erste Erntefest mit uns feiern? Aber natürlich. Das ist das erste Getreide der neuen Ernte. Seid ihr schon soweit? Mama ist ganz nervös, weil sie noch so viel zu tun hat. Wir sind darum Beeren für sie pflücken gegangen. Nur um aus dem Haus zu sein. So, und fertig. Wir gehen jetzt besser nach Hause. Bis nachher. Bis nachher beim Fest. Wiedersehen. Wenn wir zurück sind, könnten wir meinen Drachen steigen lassen. Ja. Gut, kleiner roter Traktor. Fahren wir zur Stumpis Windmühle. Tu mir bitte den Gefallen und kürz die Ärmel von meinem Pullover, Elsie. Ich bin doch kein Gorilla. Du wächst da schon noch rein. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen arbeiten darf. Das hilft mir sehr bei meinem Artikel für die Zeitung über das wahre Landleben. Ist schon in Ordnung, Fritz. Das ist genau, was ich suche. Ich sag mir immer, Fritz, sag ich, was du brauchst, ist einfach Erfahrung. Um zu schreiben, brauchst du über jedes Thema Erfahrung. Womit fangen wir an? Wir müssen zuerst das alte Getreide mahlen, um Platz für das neue zu schaffen. Also lassen Sie uns als erstes die Säcke hier reinbringen. Körperliche Arbeit? Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, aber ich versuch's. Oh, ich hab euch zwei gar nicht so früh erwartet. Ich hab den Rest von der letzten Ernte noch nicht fertig gemahlen. Aber dir hilft jemand, wie ich sehe. Oh, ich glaub's nicht, ich hab's vergessen. Was ist denn? Heute ist mein Lieblingstag des Jahres und da backe ich immer den großen Erntefestkuchen. Und jetzt... Was ist denn passiert? Ich hab keine Eier mehr. Ich hab alle anderen Zutaten, aber ich hab die Eier vergessen. Keine Sorge, Elsie, ich muss noch eine Menge Eier auf meinem Hof haben. Ich hatte heute Morgen nur nicht die Zeit, sie einzusammeln. Ich nehm dich mit rüber. Steig auf den Hänger, Elsie. Weißt du, mir wird hinten immer so schlecht. Kann ich vorne sitzen? Aber da ist kein Platz, fürchte ich. Ich fahre. Ich meine, Elsie kann bei mir mitfahren. Dann ist sie schnell da und schnell wieder zurück. Das finde ich aber nett, Fritz. Aber wer hilft mir denn dann beim Malen? Komm, Stumpi. Ich werde dir helfen. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Ich darf nicht aufhören zu trainieren. Wenn ich einen Tag aussetze, brauche ich zwei Tage, um den wieder aufzuholen. Das heißt, ich brauche drei Tage, um zwei Tage aufzuholen. Sonst komme ich aus dem Rhythmus. Immer weiter, immer weiter. Aber es gibt noch so viel zu tun für heute Nachmittag. Ich muss noch backen, alles dekorieren. Es ist noch viel Zeit, Laura, viel Zeit. Bin bald wieder da. Also, ich weiß nicht, euer Vater und sein Fitnesstraining. Naja. Wenigstens werdet ihr zwei mir helfen. Oh, Mama. Wir wollten meinen Drachen steigen lassen. In die Küche. Oh. Oh, geben Sie doch mal ein bisschen Gas, Fritz. Ich muss den Erntefestkuchen so schnell wie möglich in den Ofen kriegen. Es dauert Stunden, bis der fertig gebacken ist. Ja, in dem Fall sollten wir eine Abkürzung nehmen. Oh. Oh. Festhalten, Elsie, es wird holprig. Da sind wir und sagen Sie ehrlich, ging das nicht schnell? Ja, das ging's wirklich. Gut, wo sind nun die Eier? In der Küche? Sie müssen noch eine Menge über das Leben auf dem Lande lernen. Die Eier sind da drüben. Ihr bewahrt sie in der Scheune auf? Sie sind da, wo die Hühner sie legen. Helfen Sie mir hier raus. Wir müssen den Korb so schnell wie möglich voll machen. Schön festhalten. Oh, oh nein! Oh, wo ist sie denn hin? Aufpassen! Was soll das? Meine Eier! Elsie, was geht hier vor? Ich wollte eigentlich nur einen Kuchen backen. Aha! Elsie, ich glaube, es wäre langsam an der Zeit zu bremsen. Es gibt keine Bremsen. Oh, bitte nach links.
Oh, das war aber wirklich knapp, was? wenn ich mich nicht täusche, geht es jetzt rückwärts. Und wenn mir meine Erinnerung keinen Streich spielt, ist hinter uns ein Abgrund. Mach doch irgendwas, Michael. Aber ich kann doch nicht sehen, wo wir hinfahren. Nach rechts. Nein, nach links. Langsam wird's Zeit, sich Gedanken zu machen. Was sagt man denn dazu? So, das hätten wir. Danke, Jan. Fritz! Fritz, ist alles in Ordnung? Naja, wie man's nennt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe den Beiwagen verloren. Elsie saß im Beiwagen. Sie haben meine Elsie verloren. Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? Im Eulenwald. Stumpi, kümmere du dich um Fritz. Der kleine rote Traktor und ich werden Elsie suchen. Also gut, ich werde jetzt Hilfe holen. Michael! Nächster Vorschlag. Wir warten hier, bis Hilfe kommt. Ja, genau. Das halte ich für die weitaus bessere Idee. Ich kann sie nirgendwo entdecken. Was? Ein zerbrochenes Ei. Und da ist noch eins. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Ist alles in Ordnung mit euch? Ich glaub schon. Ja, uns geht es bestens. Was machst du da eigentlich, Michael? Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich weiß nur, wenn ich mich hier wegbewege, fällt Elsie hinten runter und peng. Und ich möchte nicht peng machen. Bewegt euch nicht. Ich hab da eine gute Idee. Ich mach das hier an der Anhängerkupplung fest und du bindest das andere Ende vom Seil um den Beiwagen. Und wenn wir das Seil gespannt haben, kannst du vorsichtig zur Seite gehen, Michael. Aber pass auf, dass du dich nicht im Seil verfängst. Wird gemacht. Ich bin soweit. Also gut, kleiner roter Traktor. Und jetzt schön langsam. Jetzt, Michael. Gut. Und jetzt zieh. Na los, kleiner roter Traktor. Du schaffst es. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Oh, meine Eier. Was ist nur aus meinen Eiern geworden? Hier, bitte. Oh je. Das sind nur noch zwei übrig geblieben. Die reichen nie für meinen Erntefestkuchen. Halb so schlimm. Hauptsache, du bist gesund. Und jetzt lass uns schnell zurück zur Mühle. Ich weiß, der Kuchen ist in diesem Jahr ein bisschen kleiner, aber er ist trotzdem für alle gedacht. Das Wichtigste ist doch, dass wir hier alle zusammen das Erntefest feiern. Und das dank Jan und dem kleinen roten Traktor. Ja. Ihr seid die Besten. Was danke, war das denn das für ein Tag? Sieht toll aus. Ich könnte mir keinen besseren Tag vorstellen, um unser bestes Feld abzuernten, kleiner roter Traktor. Bisschen zurück. Ein kleines Stückchen noch. Ja, das war's. Der Junker hat uns angeboten, wir könnten uns Ernte ausleihen. Also lass uns rüberfahren und ihn holen. Hallo, was habt ihr beiden denn vor? Wir wollen Brombeeren pflücken. Und wir dachten, wir durften vielleicht auch ein paar bei dir pflücken, Jan. Klar dürfte das. Ich habe keine Zeit dafür. Ich bin auf dem Weg zum Gutshof. Ich möchte von Herrn Junker den Mähdrescher für die Ernte ausleihen. Oh, dürfen wir mit? Ich dachte, ihr wart gerade unterwegs, um Brombeeren zu pflücken. Aber wir möchten lieber mit dir mitkommen. Na gut. Springt auf und haltet euch gut fest. Wir fahren ja gar nicht. Ihr habt ja noch gar nicht euer Sprüchlein gesagt. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's.
Aber so etwas habe ich bisher noch nie gemacht. Glauben Sie mir, da ist nichts Besonderes dabei. Tja, dann muss ich's wohl tun. Ja, Stumpi, bitte. Mein Knecht ist nun mal leider krank, also müssen Sie jetzt den großen Blauen fahren, während ich Ernte lenke. Aber ich verspreche Ihnen, Stumpi, es ist ganz leicht. Fast so, als würden Sie bei Flitzer am Steuer sitzen. Ja, aber von Flitzer falle ich immer runter. Naja, das ist allerdings wahr. Egal, es ist nichts dabei. Wir sollten einfach unser Bestes geben. Also machen Sie schon, steigen Sie auf. Schimpfen Sie ja nicht mit mir, wenn was schief geht. Aber natürlich nicht. Machen wir uns an die Arbeit, ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind ein bisschen in Eile. Wir müssen aufs Feld zur Ernte. Oh, das ist schlimm. Ich wollte mir Ernter von Ihnen ausleihen, um mein bestes Feld abzuernten. Tut mir leid, das geht nicht. Ich brauche ihn selber. Aber Sie können ihn morgen haben. Oh, das reicht mir auch. Vielen Dank, Herr Junker. Dann kannst du mit uns ja Brombeeren pflücken, Jan. Oh ja, komm mit. Oh, bitte, Jan. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich. Toll! Ihr habt doch nicht zufällig geplant, die Brombeeren von meinen Büschen zu stiebitzen. Nein, natürlich nicht. Wir haben selbst genug auf dem Gösselhof. Ich habe nämlich auch was mit denen geplant. Selbstgemachte Brombeertörtchen. Ich muss los. Gut. Und jetzt gehen wir zusammen Brombeeren pflücken. Ja! Vorwärts, großer Blauer! Oh! So, jetzt habe ich den Dreh raus. Ja. Oh, nicht so schnell! Vorsicht, der Baum! Wofür ist denn dieser Knopf? Ups! Entschuldigung! Also ich glaube, jetzt habe ich kapiert, wie es geht. Hier sieht's gut aus. Ein perfektes Plätzchen, um leckere Brombeeren zu pflücken. Wow, du hast recht. Hier gibt's jede Menge Brombeeren. Ich wette, ich pflück mehr als du. Und ich mehr als ihr beide zusammen. Ganz langsam, Ernter, und immer schön gleichmäßig. Nicht zu schnell. Na, endlich, jetzt hat Stumpi anscheinend den Bogen raus. Armer großer Blauer, das wird er mir niemals verzeihen. So lässt sich's leben, hä? Da komme ich nicht ran. Vielleicht kann dir der kleine rote Traktor dabei helfen, Max. Einen Moment. Spring auf den Hänger. Und halt dich gut fest. Danke, kleiner roter Traktor. Danke, Jan. Gut gemacht, Stumpi. Wir machen noch einen richtigen Landwirt aus Ihnen. Ich bleib lieber bei meiner Mühle, wenn's recht ist. Aber es hat mir Spaß gemacht, Ihnen zu helfen. Ich denke, wir können jetzt zurückfahren. Seien Sie bitte vorsichtig beim Wenden. Kein Problem, das wird schon klappen. Oh, oh! Schnell, versuchen Sie, ihn zu kriegen. Aber den kriege ich doch nie mit meinen kurzen Beinen. Mit dem großen Blauen, habe ich gemeint. Ah ja, dann bin ich natürlich schneller. Welcher Hebel war das noch? Lassen Sie mich das machen. Der Ballen ist jetzt schon auf halbem Weg nach Plätscherbach. Was soll denn das? Loslassen, ich versuche auszusteigen. Und ich versuche einzusteigen. Sie sagten, Sie würden nicht mit mir schimpfen. Ich schimpf doch. Ich schimpf doch gar nicht. Steigen Sie auf der Seite aus und ich steig auf dieser Seite ein. Seht mal, der Korb ist fast voll. Mein Korb ist jetzt schon voll. Und ich bin auch gleich soweit.
Lass mich noch ein paar mehr pflücken. Diese Dinger sieht man nicht oft hier. Was für Dinger? So ein rollendes Ding. Ohne Fahrer. Habs, das war ein Strohball. Wenn der irgendwas rammt, gibt's einen Riesenschaden. Ich hol Schleppi. Ach du grüne Neune. Nur keine Panik. Ist so ein rollendes Ding. Oh Mann. Haben Sie hier einen Strohballen vorbeikommen sehen? Ja, eben gerade. Er ist da entlang. Ich versuche, ihn zu kriegen. Das überlasse ich Ihnen gern. Viel Glück! Rufen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, worüber du dich beklagen willst. Du bist nicht der Einzige, den man hier zurückgelassen hat. Alle. Vielleicht sind weiter oben noch ein paar mehr. Unsere Körbe sind randvoll. Bringen wir die doch erstmal nach Hause. Schnell! Geht in Deckung hinter dem Hänger! Puh, das war knapp. Danke, kleiner roter Traktor. Das wäre um ein Haar daneben gegangen. Bist du in Ordnung? Wo kommt der denn plötzlich her? Oh, seht mal, unsere Brombeeren sind zermanscht. Mach dir keine Sorgen wegen der Beeren, Emma. Es hätte auch uns oder den kleinen roten Traktor treffen können. Ja, zum Glück ist euch nichts passiert. Mir war schon Angst und Bange. Gehört der Ihnen? Ich fürchte ja, wir hatten da ein kleines Missgeschick. Was ist jetzt mit unseren Brombeeren? Die sind nur noch Matsch. Ich sehe schon. Vielleicht kann ich es wieder gut machen. Kommt doch einfach mit zum Gutshof. Dort könnt ihr Brombeeren von meinen Büschen pflücken. Das ist aber sehr nett. Ausgezeichnet. Also kein ernsthafter Schaden. Und wie geht's dem kleinen roten Traktor? Der kleine rote Traktor hat uns gerettet. Gut gemacht. Du bist vielleicht klein, aber du bist super stark. Kleiner roter Traktor. Morgenstund hat Gold im Mund. Es gibt aufregende Neuigkeiten. Veronika wird heute ein Kalb bekommen. Also sollten wir gleich raus auf die Weide fahren, um zu sehen, wie es ihr geht. Keine Spur von Veronika. Nein, das ist ein gutes Zeichen. Kühe gehen häufig weg von der Herde, kurz bevor sie ihr Kalb bekommen. Lass uns da hinten noch mal nachsehen. Psst, sieh mal, da ist sie. Wir dürfen sie nicht stören. Wir werden später noch mal nach ihr schauen, ob es ihr gut geht. Guten Morgen, Jan. Wie geht es dir? Psst. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Veronika wird heute kalben, Stumpi. Darum soll sie ihre Ruhe haben. Oh, ich verstehe. Keine Sorge. Wir werden ganz leise sein. Danke, Stumpi. Also, bis später. Schön leise, Flitzer. Wir wollen doch Veronika nicht stören. Entschuldigung, die Dame. Herr Junker? Herr Junker! Ah, guten Morgen, Jan. Ich fäll gerade diesen alten Baum und mach Feuerholz aus ihm. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Kostet mich das irgendwas? Nein, es geht nur um Veronika. Sie wird heute kalben. Darf ich Sie bitten, ein klein wenig leiser zu sein? Aber kein Problem, ich werde mich beeilen.
Mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Danke, Wiedersehen. Ha, und alle haben gesagt, die alte Karre würde nie mehr richtig laufen. Aber Walter, der geniale Mechaniker, hat sich wohl etwas zu früh gefreut. Warum? Warum machst du das bloß mit mir? Hab ich dir je was getan? Hab ich das? Hm? Und jetzt musst du mich auch noch an? Oh, hallo Nicola. Hä? Nein, ich bin gerade, ja, stehen geblieben. Woher weißt du das? Ja, und neuerdings mut der Wagen auch noch. Ja, ich hab mich auch sehr gewundert. Ja, könntest du mich bitte abschleppen? Ja, danke Nicola. Bis gleich. Das war's. Diesmal wartet endgültig der Schrottplatz auf dich. Und hör auf damit. Hallo Jan. Hallo ihr. Ich habe heute gar nicht mit euch gerechnet. Wir wollten dich nur mal fragen, wie es Veronika geht. Bis jetzt gut. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sorgen? Warum denn? Wir sind an ihrer Weide vorbeigekommen und da stand das Tor offen. Und es darum stand offen? Ja, und da haben wir gedacht, dass irgendwas passiert sein könnte. Damit könntet ihr auch recht haben. Ich danke euch. Ich fahre da sofort hin. Ich rufe euch nachher an und erzähle euch, was los war. Hoffentlich ist mit Veronika alles in Ordnung. Jan und der kleine rote Traktor kümmern sich schon um sie. Du musst keine Angst haben. Jan hat den Schwein noch nicht genug zu fressen gegeben. Na los, das können wir doch machen. Oh nein. Veronika hat sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen gesucht. Sie könnte überall sein. Komm, vielleicht arbeitet Herr Junker noch da, wo er vorhin war. Er könnte etwas gesehen haben. Herr Junker? Jan, gibt's schon Nachwuchs bei Ihrer Kuh? Nein, Veronika ist nicht mehr zu finden. Sie haben sie nicht zufällig gesehen? Nein, ich war beschäftigt. Hab mich beeilt, wie ich's versprochen habe. Danke. Gut, dann werde ich's woanders versuchen. Wären Sie vielleicht interessiert daran, mir ein bisschen Brennholz abzukaufen? Also, ich verstehe das nicht. Es waren seltsame Geräusche. Es klang so wie Muhen. Habt ihr irgendwo Veronika gesehen? Deine Kuh? Ja, sie ist von ihrer Weide verschwunden. Wisst ihr, sie wird jeden Moment ihr Kalb bekommen. Ich mache mir große Sorgen. Deine Kuh? Ah. Ich bin ein Trottel, eine Kuh, natürlich. Walter? Ich hab gedacht, mein Auto macht Mu-Geräusche, aber das war sicher Veronika! Aus welcher Richtung kam denn das Mu? Naja, weißt du, darauf hab ich gar nicht geachtet. Ich dachte ja, es wäre dieser verflixte Wagen. Weißt du was, Jan? Ich gehe dorthin und du suchst in dieser Richtung. Ist gut. Und was wird aus mir? Was wird aus dem Wagen? Der Wagen kann warten. Und es ist niemand in der Werkstatt. Lauf doch zurück, Paps. Und ich komm dann, sobald wir Veronika gefunden haben. Danke, Nicola. Ruf mich auf dem Handy an, wenn du irgendwas siehst. Mach ich. Das ist alles deine Schuld. Warum machst du auch solche Mu-Geräusche? Also, wir müssen hier alles absuchen. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Veronika! Sieh mal, die sind ganz frisch. Ich bin sicher, die stammen von Veronika. Komm, kleiner roter Traktor, wir folgen ihnen schön langsam. Wow! Oh. Entschuldige, Stumpi. Hast du zufällig irgendwo Veronika gesehen? Nein. Ich bin gerade dabei, Flitzer zu reparieren. Wir hatten heute Morgen ein kleines Missgeschick mit einem Tor von der Weide. Wann war das? Oh, das weiß ich nicht. Ich hatte gerade Jan getroffen und danach sind wir da reingedonnert. Oh, oh. Das Tor, das ist es. Sie ist da einfach rausmarschiert. Tut mir leid. Ich habe das Tor nicht wieder richtig zugemacht. Warte, ich helfe dir suchen. Jetzt höre ich dieses Gemuhe schon überall. Hey, Augenblick. Also, das kam doch eben aus der Werkstatt. Oh. Veronika? Veronika, hier bist du also.
Du musst keine Angst haben. Glaub mir, es wird alles gut. Oh, da wird Jan aber erleichtert sein. Oh, Walter. Ich weiß, es klingt merkwürdig, ich aber gerade wir sind den Hufabdrücken gefolgt und die hören genau vor deiner Werkstatt auf. Ich habe Veronika gefunden. Du wirst es du nicht glauben, Du hast sie gefunden? Ja, sie steht hinten bei mir in der Werkstatt. Sie ist ganz ruhig. Da bin ich aber froh. Was wollen wir jetzt machen? Nichts, wir müssen einfach abwarten. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Ich habe keinen Ton gesagt. Ich bin nur hier, weil ich tanken möchte. Veronika ist da drin und erwartet jeden Moment ihr Kalb. Ja, tut mir leid, aber wir haben geschlossen, bis es da ist. Und was soll ich so lange machen? Sie müssen warten. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Gut, dann warte ich eben. Jan, es ist alles meine Schuld, weißt du? Was? Ihr habt sie gefunden. Ja, sie ist da drin in der Werkstatt. Ich glaube, sie steht kurz vor der Geburt. Oh, das sind ja tolle Neuigkeiten. Also, was machen wir jetzt? Abwarten. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Aber wir könnten was essen. Ich hole ein paar belegte Brote. Das klingt vielversprechend. Und kann ich jetzt bitte tanken?